ich habe tatsächlich, kann man auch so nennen, Trost in der Musik gefunden. Ich habe während der Corona-Pandemie oder während des ersten Lockdowns zum Beispiel wirklich ganz viel geübt, mal so richtig Zeit gehabt, neue Literatur einzustudieren. Also ich war eher die, oh nein, nicht Corona, das belastet uns alle schon so sehr. Und dann habe ich gedacht, ja, so ein statischer Klang passt eigentlich ganz gut zu dieser Corona-Zeit, weil man ist plötzlich in so einem Zustand. Also oft hatte ich den Eindruck, es wird nicht allzu viel publik, was mit der Orgel gemacht wird. Und ich hatte jetzt auch durch die Corona-Zeit den Eindruck, dass doch die Orgel wieder aus dem Schattendasein rauskommt. Der Deutsche Musikrat hat gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Unterstützung der Beauftragten für Kultur und Medien das Projekt Orgelmusik in Zeiten von Corona aufgelegt, um ein Reservoir an Kompositionen zu schaffen. Wir haben 17 Auftragswerke vergeben an arrivierte und auch an unbekannte Komponistinnen und Komponisten. Daraus ist ein Sammelband entstanden. Das ist sozusagen die Dokumentation dessen. Und wer Lust hat, Interesse hat, seine Veranstaltung vor Ort mit einem der Stücke oder auch mit mehreren aus dem Orgelband zu machen, der ist herzlich eingeladen. Es soll möglichst oft und vor allen Dingen möglichst breitflächig, also sowohl in der kleinsten Dorfkirche wie in den großen Orgeln unseres Landes gespielt werden. Die vermarkten so lang, wie du brauchst. Ja, gut. Aber gut. So schnell, wie es geht. Natürlich. Perfekt, das passt. Okay, dann würde ich sozusagen das machen. Haben wir noch eine Alternative zu dem Salicional? Ne, das ist schon Salicional. Ansonsten Bourdon 8. Aber es wäre zu konkret. Ne, Salicional ist viel schöner. Ich liebe die Orgel. Ich bin weder katholisch noch evangelisch. Also natürlich hat man immer noch doch eine Verbindung zur Kirche, weil die Stücke meistens in Kirchen gespielt werden. Ich mag die Räumlichkeiten, ich mag die Atmosphäre, ich versuche das auch einzufangen. Für mich funktioniert aber Orgelmusik auch ohne religiösen Kontext. Wir haben ein Stück, das für diese Sache, für diese Gelegenheit, für diesen Anlass komponiert wurde. Und das ist genauso wie die Orgel. Es geht um lebendige Musik und es geht um ein Instrument, das ganz lebendig ist. Man beschäftigt sich ja eigentlich als Musiker viel mehr mit Musik von Komponisten, die schon verstorben sind. Und deswegen ist es auch mal spannend, Musik einzustudieren von Komponisten, die noch leben und die ihre Ansicht oder ihre Erfahrung mit dem Instrument Orgel einfach in die Komposition mit einbringen. Und das macht es spannend. Meine Musik ist natürlich Jazzmusik. Wenn ich komponiere für die Pfeifenorgel, dann ist es schon auch anders, als wenn ich für die Hammondorgel komponiere, weil es ja ein ganz anderes Instrument ist. Und ich wollte einfach einerseits diese, ja, das erst einmal die Krise musikalisch darstellen, sagen wir es mal so, die ganzen schlimmen Dinge, die damit verbunden sind, ob es jetzt Krankheit ist oder das Eingesperrtsein für viele Leute, all diese Dinge. Und da ich aber immer ein unverbesserlicher Optimist bin und ich hoffe ja auch, dass wir Menschen aus solchen Krisen auch was lernen können, entwickelt sich das Stück dann auch hin zum Positiven. Also es verändert sich dann harmonisch, es wird einfach fröhlicher und nimmt diese Schwere raus. Und dann gibt es einen optionalen Improvisationsteil. Also das heißt, je nach Fähigkeit kann also das ein Organist auch weglassen und kann dann gleich zum Schlussteil springen oder kann drüber improvisieren.
Kirchenmusik ist für mich ja immer eher etwas, was so mehr gebräuchlich ist. Und ich möchte schon ganz stark auch, sag ich mal, Kunst machen. Das ist mir eben das Wichtige. Und so möchte ich auch von der Musik, selbst wenn sie also bestimmte Stimmungen aufgreift, möchte ich, dass sie eigentlich darüber hinausgeht und das immer ein bisschen auch dann wieder in Frage stellt. Also dass immer auch eine gewisse Gebrochenheit da ist. Also ich bin ganz gespannt, wie sich es natürlich weiterentwickelt. Ich bin jetzt total froh, dass es jetzt so gestartet hat mit diesen Aufnahmen. Ich wünsche mir für die Orgel, dass noch mehr Leute erkennen, was für ein großartiges Instrument das ist, was für unfassbar großartige und spannende Musik damit gemacht werden kann. Wenn man die Leute, glaube ich, einmal gepackt hat für die Orgel, dann hat man sie gepackt. Und dann wünsche ich mir doch, dass das so weitergeht und dass die Orgel immer aus ihrem Schattendasein immer ein bisschen mehr herauskommt. Jede Orgel ist eine Persönlichkeit und hat was ganz Besonderes. Und das dann rauszukitzeln und für die eigene Musik kreativ einzusetzen, das ist für mich jedes Mal wieder was ganz Tolles. Die Orgel gehört mitten ins Leben. Sie ist ein sozusagen fulminantes, pralles Instrument von Lebensfreude und von Möglichkeiten. Und das wollen wir jedem mitteilen.